Wie man mit Tönen heilen kann. Ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir lange überhaupt nicht bewusst war. Ich war ja, ich sage immer, in meinem früheren Leben Studienrätin, 20 Jahre lang, und war so jemand, der nur glaubte, was er beweisen konnte. Ich nenne das heute wissenschaftlich verbildet, weil ich einfach sehr viel im Kopf war und sehr viel weniger im Gefühl und mir gar nicht hätte vorstellen können, dass man mit Tönen wirklich heilsam wirken kann. Als ich die Schule verlassen hatte, da kam dann meine eigentliche Begabung zum Tragen, eine Hellfühligkeit, die ich eigentlich immer gehabt hatte, aber nie verstanden hatte. Und es kam dann die große Herausforderung, dass es plötzlich durch mich sprach. Vielleicht kann man sich vorstellen, wie das einer Studienrätin für Biologie und Französisch geht, wenn es plötzlich durch einen spricht. Da hat man dann die Befürchtung, dass vielleicht die Klapse nicht mehr ganz weit ist. Nun, es hat sich nicht so gezeigt. Auf jeden Fall begann ich dann zu channeln, für die nicht wissen, was das ist. Ich bin in der Lage, Botschaften aus anderen Welten zu empfangen. Das habe ich lange gemacht. Und in dieser Arbeit geschah es immer mehr, dass in der Einzelarbeit Töne durch mich durchkamen. Also meine Stimmwerkzeuge Töne produziert haben. Und ich habe mich dann erstmal bei den Klienten entschuldigt, weil ich nicht wusste, was da passierte, weil das auch teilweise sehr laut wurde und das nicht unbedingt harmonische Töne waren. Bis ich dann langsam verstand, was da passierte. Denn plötzlich fingen die Klienten oder Klientinnen an zu sagen, nach sehr heftigen Tönen, oh, ich hatte ganz vergessen, was ich als Kind für eine Angst hatte und mit den Tönen kamen mir die Bilder wieder. Oder ich hatte ganz vergessen, was ich als Kind für eine Wut hatte, die ich aber nicht leben durfte. Und dann mit den Tönen kamen mir die Bilder wieder. Und dann wurde mir langsam bewusst, was mit diesen Tönen passiert. Das sind keine, wenn wir Töne hören, haben wir ja vielleicht was Angenehmes, Liebliches im Kopf. Aber es sind Töne, die genau zugeschnitten sind auf die, sag mal, eingefrorenen Energien, die eingefrorenen Gefühle. Wir haben ja manchmal als Kind, das heißt manchmal, die meisten von uns haben als Kind nicht alles fühlen können, beziehungsweise das Gefühlte zum Ausdruck bringen können und haben das dann in sich weggeschoben, verdrängt, damit es nicht für die Belastung zum Beispiel für Eltern wurde. Denn wenn zum Beispiel Eltern traumatisiert sind und das Kind das fühlen kann, dann wollen die Eltern das nicht unbedingt, nicht bewusst, unbewusst nicht wirklich an die Oberfläche kommen lassen, weil sie dann vielleicht nicht wüssten, wie sie weiterleben könnten, wenn das aufbrechen würde in ihnen. Also haben Kinder dann bestimmte Aspekte unterdrücken müssen und sich in gewisser Weise anpassen müssen an die Bedürfnisse von Erwachsenen. Das tun Kinder in ihrer großen Liebe, das haben wir auch getan. Das haben wir auf jeden Fall auch getan. So, und dann ist mir immer bewusster geworden, dass diese Töne, die dann bei mir kommen, die zum Teil sehr dissonant sein können, sehr heftig sein können, genau die eingefrorenen Gefühle anticken, sodass die von den Klienten kurz gefühlt werden können. Und dann kommen Heiltöne, sanftere Heiltöne, manchmal auch recht laut, aber harmonische Töne, wo ich dann fühlen kann, wie das, was vorher Blockade war, was ich im eigenen Körper fühlen kann, sich löst in diesen Klienten. Das fühle ich im eigenen Körper. Und da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe immer gesagt, also mit Kindern mache ich das nicht. Wenn solche heftigen Töne kommen, das finde ich eine Zumutung für Kinder, also das mache ich nicht. Und dann hatte ich aber eine Klientin, die bei mir schon Sitzungen genommen hatte, damals noch Channel-Sitzungen. Und der 9-jährige Sohn hat dann gemeint, er wollte auch so eine Sitzung. Und ich habe gesagt, nee. Und sie hat gemeint, er möchte es aber gerne und es geht wahrscheinlich um ein Wutthema. Dann habe ich ihr gesagt, also wenn ich überhaupt mit dem Kind arbeite, dann bitte erst mit dir, denn sehr wahrscheinlich hat er das Wutthema entweder von dir oder vom Vater übernommen. Die Klientin war sofort bereit, das zu tun. Und ich meinte immer noch, das abwenden zu können, weil mir einfach nicht ganz wohl da war, weil mit Kindern das zu tun. Dann kam dieser Junge mit seiner Mutter und ich habe ihm gesagt, da können ganz scheußliche Töne kommen. Das kann ganz unangenehm werden. Immer noch in der Hoffnung, er würde dann sagen, ach nee, mache ich lieber nicht. Aber eigentlich, weil ich die Bedenken und auch die Angst hatte, geht das überhaupt? Und ich habe ihn aber nicht davon abbringen können. Er war vollkommen überzeugt davon, dass er diese Sitzung haben wollte. Dann habe ich ihn gefragt, mit Mama oder ohne Mama? Mit Mama. Mama saß daneben. Und dann habe ich die geistige Welt gebeten, bitte nicht ganz so laut bei diesem Kind.
Ich habe dann angefangen zu channeln. Ich habe damals noch mit geschlossenen Augen gechannelt, das ist schon viele Jahre her. Und es wurde dann einiges erklärt und dann wurde ihm erklärt, dass ihm jetzt Töne geschickt würden, die Knoten in ihm wie Luftballons zum Platzen bringen würden. Und sie würden erst ein paar Töne schicken, die ganz kleine Knoten zum Platzen bringen würden. Und das ging dann eine Weile und dann hieß es, und sie würden jetzt Töne schicken, die einen ganz, ganz dicken Knoten zum Platzen bringen. Ich habe gedacht, oje, oje. Und ich merkte dann schon an der Art, wie ich einatmete, dass da kein Tönchen kam, sondern ein richtig massiver Ton. Ich hatte die Augen noch geschlossen, dann kamen sanfte Töne. Ich hörte ihn dann sagen, jetzt reicht's mir aber. Und ich dachte, das machst du nie wieder mit einem Kind. Dann war das Channeling zu Ende. Ich habe ihm dann gesagt, trink doch mal einen Schluck Wasser. Dann ging seine Hand zitterig zum Glas Wasser. Und ich habe mir nochmal gesagt, das machst du nie wieder mit einem Kind. Und dann habe ich der Mutter gesagt, wenn ihr nach Hause fahrt, gib ihm Rescue-Tropfen, damit, falls das ein bisschen schockartig war, er wieder sich ins Gleichgewicht finden kann. Und dann sagte sie nur, Christine, mach dir keine Sorgen. Was ich nicht wusste, war, dass diese Mutter hellsichtig war und genau sehen konnte, was passiert war. Sie sagte mir, Christine, mach dir keine Sorgen. Bevor dieser Schrei, dieser laute Ton kam, war das in seinem Solarplexus in der Magengegend wie Schlamm. Und mit dem Ton flog das alles raus und es wurde gefüllt mit goldgelbem Licht. Christine, der ist wunderbar versorgt. Mach dir keine Sorgen. Naja, es gab noch so einen Kritiker, so einen Zweifler in mir, der das nicht ganz glauben konnte. Trotzdem gib ihm zu Hause Rescue-Tropfen und sag mir hinterher, wie es ihm geht. Sie meldete sich nicht. Ich habe dann angerufen nach ein paar Tagen, weil es mir keine Ruhe ließ. Und dann sagte sie, Christine, ich habe dir doch gesagt, mach dir keine Sorgen. Der ist wunderbar versorgt, dem geht es richtig gut. Er hatte vorher ein Mobbing-Problem, das hat sich nach der Sitzung aufgelöst, ich konnte es kaum fassen. Und dann hat sie mir noch was anderes Wichtiges gesagt. Sie hat dann nämlich gesagt, Christine, das war wunderbar, es hat ihm wunderbar geholfen. Und wenn er jetzt ins Ungleichgewicht kommt, dann tönt er selbst. Ich dachte, hä? Dann dachte ich, ja, Kinder sind noch so verbunden mit ihrer Intuition, mit ihrem Gefühl. Und dann tönen Kinder, die machen dann vielleicht komische Geräusche, aber sie bringen sich damit selbst ins Lot. Sie produzieren sozusagen ihre eigenen Heiltöne. Und wir sagen dann, ach, hör mal mit dem komischen Geräusch auf und bringen sie davon wieder ab. Und statt sie zu unterstützen oder sie zu lassen, dass sie weiter mit sich verbunden sein können, dieses Gefühl für sich behalten können und ihrem eigenen Impuls folgen können. Beobachtet mal kleine Kinder, wenn die spielen, die machen sonst welche Geräusche, oder was weiß ich. Und dann geht einmal davon aus, dass sie das nicht ohne Grund machen. Aber sie wissen es nicht vom Verstand. Ihre innere Weisheit weiß aber, was für sie richtig und gut ist. Und es wäre so hilfreich, wenn wir als Erwachsene zurücktreten würden. Wir haben oft den Kontakt zu uns verloren. Wir spüren nicht mehr, was uns gut tut. Wir machen das, was uns an Erwartungen herangetragen wurde, an uns angetragen wurde. Das erfüllen wir immer noch, weil es als Kind in der Kindheit vielleicht erfolgreich war. Aber damit sind wir nicht wirklich mit uns verbunden und folgen nicht uns. Und wenn wir uns erlauben, zurückzutreten, unsere Kinder einfach nur zu beobachten, zu schauen, was tun die gerade, da zu sein, vielleicht auch nachzufragen, dann helfen wir ihnen, dass ihnen nicht dasselbe passiert, wie es uns vielleicht zum Teil passiert ist, dass wir uns wieder haben trennen lassen von uns, dass wir uns nicht mehr fühlen können. Ich hoffe, dass ich damit einen Beitrag leisten konnte, mehr Vertrauen in die Kinder und auch in uns selbst wieder zu haben. Und ich kann nur sagen, ich bin immer wieder überrascht, was mit diesen Tönen möglich ist. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, konnte ich selbst kaum glauben. Da hatte ich habe ja eine Website, wo ich Texte, so wie ich ihn auch gleich noch lesen werde, einen Text, veröffentliche einmal im Monat. Und in einem Monat war ein Text veröffentlicht, der hieß Angst. Und eine Frau hat in dem Monat meine Website gefunden, allein schon erstaunlich, und dann diesen Text gelesen und gesagt, da muss ich hin. Denn sie hatte eine Angststörung. Die hat sich nicht mehr in einen Laden getraut, um einkaufen zu können. Sie kam dann zu mir, ich habe damals, wie gesagt, noch gechannelt. Es gab die Channel-Sitzung, Vorgespräch, Stunde Channeling und dann kamen auch wieder ganz heftige Töne und zwar wirklich Töne, die eine enorme Angst zum Ausdruck brachten, das angetickt haben und dann kamen Heiltöne und ich war skeptisch, bin ich öfter, bin so trainiert worden, es wird immer weniger. Und dann rief sie mich abends an und sagte, Christine,
Ich war bereits im ersten Laden und es ging gut. Ich hatte mir ihre Telefonnummer nicht aufgeschrieben und dachte immer wieder, ich würde so gerne wissen, ob diese Angst weggeblieben ist oder ob sie wiedergekommen ist. Und dann habe ich sie ein Jahr später zufällig getroffen und mich gefreut und gesagt, Mensch, wie geht's dir denn? Gut. Ich habe mich so oft gefragt, ist die Angst wiedergekommen? Strahlt sie mich an? Nein. Es gab Situationen, wo ich dachte, jetzt müsste sie kommen, da ist sie immer gekommen, aber sie ist nicht wiedergekommen. Das ist möglich, wenn ein Thema nur eine Schicht sozusagen hat, dass man mit einer Sitzung eine Schicht lösen kann. Wenn das aber mehrschichtig ist, das Thema, dann geht das nicht. Jetzt möchte ich aber noch was Wichtiges hinzufügen für alle, die heilend tätig sind. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben ja alle gelernt, dass wir leisten müssen, Leistung vorweisen müssen, dass wir gut sein müssen, um in Ordnung zu sein, um anerkannt zu sein. Und das ist besonders problematisch oder kann trickig sein, wenn wir heilend tätig sind. Denn wenn wir meinen, wir müssten jetzt aber auch einen Erfolg sehen, dann sind wir diesem Leistungsanspruch erlegen. Meine Erfahrung ist, dass der größte Raum der Heilung der ist, wenn ein Klient kommen darf und sein darf. Mit allem, was er ist. Mit allem, was in ihm gerade aktiv ist. Auch mit den Dingen, die er gern loswerden möchte. Denn nur dann können wir ein Gefühl dafür bekommen, ich darf sein, wie ich bin. Und dann können wir ein Gefühl dafür bekommen, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Ich entwickle mich ja ständig, ich entfalte mich und dann kommen immer wieder neue Aspekte zum Vorschein. Es geht nicht darum, etwas weghaben zu wollen, sondern es mit Mitgefühl und Barmherzigkeit anzuschauen. Denn nur dann kann es sich gesehen fühlen und kann dann auch heilen. Beziehungsweise es sind vielleicht auch Anteile in uns, die wir weghaben wollen, wie eine Schüchternheit oder sowas, die uns aber geschützt haben. Oder eine Angst, die uns geschützt haben, dass wir nicht angeeckt sind, nicht vielleicht schwierige Situationen erleben mussten. Und wenn wir das erkennen und das erstmal sein lassen und dem zuwenden, dann können wir diese Aspekte letztlich befreien und damit auch einen Teil der Kraft in uns befreien, die immer gebunden war, wenn wir was unterdrücken mussten. Nochmal zu der Heilarbeit, zu diesem wichtigen Punkt. Wenn ich meine, ich muss gut sein, um ein guter Heiler zu sein, kann das gefährlich werden, weil dann kann ich eventuell den anderen, wenn er kommt, nicht so lassen, wie er ist, ihm vielleicht nicht die Zeit geben, etwas erst einmal zu fühlen, es da sein zu lassen, es anzunehmen, ganz abgesehen davon, dass wir niemals einen anderen heilen können. Wir können einen Raum schaffen, wir können Hilfe geben, Impulse geben, aber wir können niemals einen anderen heilen. Die Heilung geschieht in dem anderen, aber wir können nur im besten Falle Mittler sein. Es geht also niemals darum, ein guter Heiler sein zu müssen. Das schränkt diesen Raum der Heilung, diesen Raum der Erlaubnis zu sein, wieder ein. Sowohl für uns als auch für den Klienten. Und dazu einen Text. Heilarbeit. Was verstehst du unter Heilarbeit? Ist es für dich harte Arbeit, weil du so viel dafür leisten musst? Weil du keinen Fehler machen darfst? Ist es für dich Stressarbeit, weil deine Ansprüche an dich selbst so hoch sind? Was ist denn Heilarbeit? Meinst du denn, du würdest sie leisten, wenn du anderen behilflich bist? Welche Anmaßung! Du bist nur Mittler, nur Kanal, bist nur Verbindung. Mehr bist du nicht. Du bist nur da, mehr nicht. Du öffnest dich und lässt es fließen, so wie es kommt, ohne jede Einschränkung. Du öffnest dich und bist Kanal, ohne dich zu kontrollieren, ohne es zu kontrollieren. Nur so bist du effizient. Nur so kannst du wirklich Werkzeug sein, in seinem Sinn, ohne Einfluss deines Egos. Nur so macht deine Arbeit Sinn, wenn du seinem Willen folgst in deinem ganzen Tun. Nur so hat deine Arbeit auch Erfolg. Erfolg in seinem Sinn. Drum lasse los und dann kann Heilarbeit geschehen.
ganz von selbst, ganz leicht. Wenn du einfach bist, kann alles sein, darf alles sein, ohne Wertung. Das allein ist Heilung, sein zu dürfen, wie du bist, anderen Raum zu geben, auch zu sein, so wie sie sind. Drum lasse los und tue deine Heilarbeit, indem du bist und fließen lässt nach Gottes und der Göttin Willen. So kannst du unbeschränkt empfangen und weitergeben, fließen lassen, sodass ein jeder heilen kann in seinem Sinn.